Hier wird gerade noch konzentriert gearbeitet. In wenigen Tagen soll hier die Ausstellung Dinge des Wissens entstehen. Und so soll es dann am Ende aussehen. Von der Idee bis zur Eröffnung ist es allerdings ein weiter Weg. Wie kam es eigentlich dazu? Die Universität Göttingen hat sehr viele Sammlungen, ungefähr 30. Und vor einigen Jahren ist aber die Idee aufgekommen, dass wir uns mehr vernetzen müssen. Und wir haben einen Arbeitskreis gebildet. Und eines der ersten Projekte, was wir uns dann vorgenommen haben, was wir gemeinsam realisieren wollten, ist eine große Ausstellung, um zu zeigen, was hier alles auch teilweise im Verborgenen an der Universität sich befindet. Manche sind Forschungssammlungen schwerpunktmäßig, andere sind Lehrsammlungen. Und da gibt es natürlich große Unterschiede, aber die Gegenstände haben eben auch Gemeinsamkeiten, die sie verbinden. Wir fragen in der Ausstellung auch danach, wie wird aus einem einfachen Gegenstand ein Ding des Wissens? Also was ist notwendig, damit ich damit arbeiten kann, damit ich lernen kann, damit ich forschen kann? Dazu unterlaufen diese Objekte bestimmte, sagen wir mal, Prozesse. Sie müssen erstmal systematisch gesammelt werden, sie müssen systematisch geordnet werden, aber erst in dieser systematischen Ordnung kann man sie dann letzten Endes für die Forschung und für die Lehre nutzen. Wichtig ist zum Beispiel für die Nutzung der Exponate die sogenannte Serie, die serielle Reihung. Das heißt, erst im Vergleich erhält praktisch das einzelne Exponat seine Aussagekraft. Nach welchen Kriterien werden die verschiedenen Objekte in der Ausstellung angeordnet? Das Prinzip ist eben so, dass wir außen hier ein Sammlungspanorama haben, das heißt Fenster in die Sammlungen. Da sind die Objekte also nach Sammlung sortiert. Und dann haben wir aber Exponate, das heißt Dinge, die aus den Sammlungen, wo sie deponiert sind, exponiert werden und ausgestellt auf dem Tisch in einen neuen Zusammenhang gebracht werden. Und das kann ich dann in der Mitte sehen. Und ich kann dann immer wieder eigentlich zurück an die Fenster oder dann auch hinter die Kulissen. Wir haben aber ein Gestaltungsbüro dabei, das ist Space 4 aus Stuttgart. Und die haben den Prozess schon länger begleitet und haben die vielen, vielen Ideen, die es gibt, immer auch wieder konkret in den Raum hier in die Pauliner Kirche gedacht erstmal und dann mit Modellen gearbeitet und die Ideen, die hier vor Ort entstanden sind, immer wieder gut umgesetzt. Die Art, wie diese Exponate miteinander in Beziehung treten, miteinander korrespondieren werden, das wird die Exponate verändern. Das wird ihre Aussage verändern, ihre Aussage relativieren. Und die Kommunikation der Exponate untereinander und diese Wirkung auf den Besucher, das ist für mich das Spektakuläre. Das hört sich ja nach ganz schön viel Aufwand an. Ja, also Aufwand, da haben Sie recht, der ist groß, das ist klar. Wir haben 30 Sammlungen und dann eben noch das Universitätsarchiv und die SUB, die Unibibliothek, die hier gemeinsam diese Ausstellung machen. Das heißt, da muss also viel kommuniziert werden, viel abgestimmt werden. Und wir haben natürlich jetzt, was gerade noch ansteht, den Transport. Das heißt, nachdem diese Auswahl der ganzen Objekte eben vollzogen ist, müssen die jetzt eben alle hier noch herkommen. Und Sie können sich also vorstellen, dass gerade im Moment in 30 Sammlungen gepackt wird. Da geht der Transport dann eben hin, holt die Sachen ab. Das wird hier hergebracht aus der ganzen Stadt. Das heißt, da ist der logistische Aufwand natürlich groß. Und das wird dann hier eben alles in Ruhe entgegengenommen und dann auf die Tische verteilt und in die einzelnen Module getan. Monate der Vorbereitung gingen voraus. Aber der eigentliche Aufbau in der Paulinerkirche ging innerhalb weniger Wochen über die Bühne. Der Aufwand hat sich sichtlich gelohnt. Es gibt schöne Dinge in der Ausstellung, es gibt ein paar Sachen, die vielleicht auch verblüffend sind. Und ich glaube oder ich hoffe, dass erkennbar ist, wie viel Kreativität eigentlich in so einer Universität steckt. Und ich glaube, dass wenn ich in diese Ausstellung gehe, dass ich einige dieser Geschichten mitnehmen kann. Und dass ich dann auch merke, ja, dass diese Uni, das Studieren, das Forschen ganz viel mit kreativem Denken zu tun hat, mit Dingen und Wissen, aber eben auch mit dem freien Assoziieren und mit viel Lust an den Dingen.